Ich hab auch keinen Bock mehr drauf. Da wird ja doll im Kopf. Ja. Okay. So, wir sind jetzt hier quasi durch die Brust ins Auge, von hinten durch die Brust ins Auge gekommen und sind jetzt im. Jetzt quasi unterhalb der Gargoyle. Ja. Haben wir uns ein bisschen durchgemogelt. Was droppen die Jungs hier so? Langschwert, ja gut. So, und jetzt können wir hier aber, fantastisch. Boah, ey, was ein Schaden, ja. Wahnsinn. Ja, war das so viel? Das ist ja krank, ja. Na gut, haben wir alles vergessen halt. So, guter Ritter. Hier können wir uns nämlich jetzt gleich die Feuerhüterin-Seele mitnehmen. So, Wahnsinn, den Bube. Der bleibt also ein riesen Koloss, aber der bleibt genauso lächerlich wie immer. Ja? Was soll das? Ja, so ein Riesenvieh da hinzustellen und dann hat er nichts drauf. Ja, aber auch wirklich nichts. Ja? So, das ist Feuerhüterin-Seele für Estus Flakon plus 7. Mehr wird er dann auch nicht mehr. So, da oben der Dreizack, der lebt auch. Wir lassen den Kram hier jetzt mal kurz stehen. Weil, wie ich ja sagte, möchte ich jetzt erstmal den Eid der Sonnenlichtritter beitreten. Und dazu können wir hier erstmal fantastisch abkürzen. Ja, der röchelt eine Runde. So, da gehen wir hier lang. Na, komm her. So, hier ist wieder Trick 17 wie immer, ne? Es gibt genau einen, der Gott sei Dank aber nicht mehr respawnt, der immer wieder versucht, das Tor zu schließen. Ja, der steht eigentlich direkt hier vorne. Hier haben wir schon mal den Kellerschlüssel, das ist der hier. Das sollte eigentlich jetzt erledigt sein. Das sollte jetzt nicht mehr passieren. Das Tor bleibt offen, das heißt, wir können dann auch jederzeit hier wieder durch. Wir kürzen jetzt hier ab. Oh, daneben lauern. Vorsicht jetzt, ne? Also das Vieh tut weh, definitiv. Ja, vielleicht mal kurz hier, vielleicht doch mal hier ein bisschen aufräumen. Den hier mal wegmachen. Nein! Scheiße! Das ist auch ein Drecksspiel, ja. Prepare to die, ja. Was ein Mist. Der Kaffee ist schon wieder kalt. Könnte ich kotzen hier, ja. Ah, super, jetzt kann ich wieder alles hinlatschen, ja. 100.000 Seelen liegen da drin, ja. Bah. Es könnte böse enden. Könnte ganz böse enden hier, weil das ist NG+, das ist gefährlich. So, Platsch. Jetzt hau doch ab hier. Wehe, ich sterbe jetzt auf dem Weg dahin. Da krieg ich die Motten, ja. Ich will die Wunder kaufen. So. Das ist der Preis, ja, wenn man alles schnell machen will, ne? Wenn man jetzt einfach sich keine Zeit nimmt. Ihr nehmt euch am besten die Zeit. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen euch noch mal ein bisschen was zeigen. Ja, so. Heißt nicht, dass ich jetzt... Nein, das Tor war doch zu. Wir hatten es zugemacht. Da habe ich wohl einen noch übersehen. Ach, da steht er. Guck mal, da steht er auch noch. Ja, da steht er auch noch und... Oh, mach keinen Scheiß jetzt. Boah, Alter. Das war ja mein lieber Gesangsverein. Oh, mein Herz rast jetzt, wenn man das aufnehmen könnte. Ja, das wäre ja... Oh. Ja, da war es ja gar nicht so verkehrt, dass ich nochmal draufgegangen bin. Wenn das blöde Tor nochmal unten war. Ja. Ihr da oben, ja. Ihr wollt mir unbedingt was erzählen hier, ne? So.
machen wir lieber hier rum. So, jetzt aber nichts wie rein hier. Ein Stückchen hoch. Weil da kommt der Gaul. Und den brauche ich nicht. So, du kannst von mir aus kommen. Du auch. So. Ist er weg? Ja, läuft zurück. Okay. So, das Tor ist natürlich noch nicht offen. Auf der anderen Seite ist unser Sonnenlichteid. Da kommen wir aber locker flockig hin. Das ist überhaupt kein Problem. Indem wir unten durch die vergifteten Ratten uns durchkämpfen. Das heißt hier einmal runter. Ist immer gut, wenn es ein bisschen klappt. Ja. Gut, die Vergiftung, die können wir jetzt mal ab. Wir haben ja Moos dabei. Das nehmen wir mal zu uns. So. Kein Thema. Schlucken uns hoch. Und weiter geht's. So, ja, der. Ja gut, das ist so ein. Das ist jetzt so ein Ding. Ja. Den muss man halt einfach erst eins durch die Rübe ziehen und dann nochmal von ohne einen Kinnhaken geben. Ja. Dann versteht er uns auch. Ja. Dann weiß er genau, was da ist. Ist eigentlich unser Drache da? Nee, der liegt da noch nicht. Okay. So, das heißt, wir haben uns ein bisschen drumherum gemogelt. Da sind wir wieder. Und jetzt kriegen wir die Leiter runter. Bevor ihr hier runterspringt, ne, versucht wenigstens einmal, ob ihr tatsächlich auch runterklettern könnt. Weil sonst läuft es vielleicht ein bisschen blöd. Ne? Okidoki. So, wo ist eigentlich meine Leiche? Leute, ich bin wieder drauf und dran, meinen Kram zu vergessen hier und irgendwann töte ich mich selber. Ja. Das habe ich ja am besten drauf eigentlich in dem Game. Ja, irgendwann kille ich mich dann einfach selbst und denke mir halt, verdammt nochmal, wo sind eigentlich meine ganzen Seelen hin? Komm her. Uah! Na gut. Tagchen. Ja, dann fall auch wenigstens runter. Ich höre Schritte. Ja, wahrscheinlich alles über mir. Ich habe gerade eine schöne Nachricht hinge. Versuch's mit Treten. Ja, ist ein guter Tipp. Aber mir gelingt er nicht immer. Ja. So, eine Ratte. Nein! Ah, die sind so scheiße, die Viecher. Nein! Okay. Giftung. So, nichtsdestotrotz, ich möchte mir jetzt meine Leiche holen, weil ich habe da natürlich jede Menge Holz drin hängen. Und solange das da drin ist, möchte ich natürlich nicht riskieren, das alles jetzt zu verlieren. Dem Moment besucht mich mein Hund und ja, kotzt auf den Teppich. Das ist ja geil. Leute, das heißt, ich muss kurz eine Pause machen. Tut mir leid, aber meinem Hund ist irgendwie schlecht. Bis gleich, bye bye. Nee, doch nicht. Der Magen scheint sich beruhigt zu haben. Na, Jesse, was ist los? Bin schon mal auf Aufnahme? Ja. Meine Frau hat dir bestimmt wieder irgendwas zu futtern gegeben. Nee, aber scheint nochmal die Kurve gekriegt zu haben, okay. Gott sei Dank hier, ja. Das, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ekelhaft das ist, ja. Wenn ihr dann den ganzen Kram wieder wegwischen müsst, ja. Bäh. So, hier in der Ecke ist ein tapferer Ritter. Und da kommt der tapfere Strolch, der mir hier meine Seelen streitig machen will, die da oben liegen. Ich weiß es genau. Da liegen sie doch. Und das sind meine, ich sag's euch. Das sind einfach nur meine, nicht eure. Meine. Hier, komm, nehmen wir sie erstmal. Yeah.
Wir machen jetzt mal ein bisschen Old Style. Blocken und abwehren. So. Was ein Krampf. Ja. So, wo ist denn das Zebra da unten? Da ist es doch. Wollen wir hier in die Flamme ködern? Oh! Sag mal, hat er sie noch alle? Aber ich habe ja meine Seelen, das ist ja in Ordnung. Ja. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, ja, dass ich tatsächlich jetzt doch erstmal eine Pause machen muss, gleich mit meinem Hund eine Runde laufen gehen muss. Weil irgendwie so wirklich glücklich guckt er nicht. Ja. So, machen wir denn die Köderschädel? Wir gucken mal, da sind sie doch. Gut. Wir haben mal hier Trick 17. Wir wählen mal trotzdem dann hier nochmal das Flammenteil an. Das war ja klar. Das war ja nochmal klar. Was war denn das? Nein, ich will mich heilen, Mann. Ah, wie geil. Aber ja. Es droppt wenigstens was Schönes. Droppt nicht mal was. Dumme Sau. Ja. Okay. Wir gehen zum Sonnenlichteid, liefern den mal ab. Das heißt, wir müssen einmal um die Brücke nochmal drumherum. Den schwarzen Ritter da oben. Wollen wir den machen? Nee, will ich nicht. So, das hier war ja auch schon alles tot. Auf jeden Fall ist unser Drache auf der Brüstung oben. So. Wir machen es wie immer, Trick 17. Wir laufen hier einmal rüber. Dann kann er sich einmal auskotzen, wenn er lustig drauf ist. Ich weiß nicht, brauche ich sein Schwert nochmal? Eigentlich nicht. Einmal reicht's mir. Ja, das heißt, den Schweif lassen wir dran. Ich nehme aber das Claymore mit, was auf dem Boden liegt. Dann kann man sich ja vielleicht nochmal das eine oder andere machen. So, immer wenn er losläuft, dann ein bisschen langsamer machen. Ja. Warten, dass er speit. Und dann kann man eigentlich hier Gas geben. Beziehungsweise sollte viel schneller sein, als ich das gerade mache. Uah. Hier ist man, glaube ich, erstmal safe. Okay. Leuchtfeuer, resetten. Dann fliegt er eh weg. Ja. Und das da öffnen. Hab ich wirklich die ganzen Items gelootet? Das sah mir eben gerade nicht so aus. Naja gut, wie auch immer. So, wir wollen alle Wunder haben. Das heißt, wir werden jetzt hier Sonnenlichtmeister. Da haben wir eins, das man schon mal kriegt, wenn man beitritt. Dann werden wir natürlich noch die Geste lernen, das ist ganz klar, die gehört dazu, ne, wenn wir schon mal hier drinnen sind. Und dann werden wir unsere Medaillen darbieten, 10 Stück. Und dann sollten wir irgendwann in der Lage sein, die Seele vom Fürsten Gwyn darzubieten. Und dann sollten wir eigentlich unser letztes Wunder erreichen. Vorher müssten wir aber nochmal eine verbesserte Version von diesem Sonnenlichtspeer kriegen. Indem wir einfach 10 Sonnenlichtmedaillen spenden, die wir ja Gott sei Dank haben mittlerweile. War ja relativ easy, die zu erreichen. Also nichts ist unmöglich im Spiel, man muss einfach nur gewisse Dinge machen. Das ist halt ein Item, muss man auch wirklich pushen. Ne? Also hier muss man was machen, hier muss man aktiv werden, damit man halt auf jeden Fall die Platin-Trophäe halt Blickweite behält.
Das finde ich, hätte man verbessern können. Also warum man hier nicht einfach jedes Mal einfach sagen kann, hier, ich habe 50 Stück, hier, nimm, du Vogel. Ja, das ist ein bisschen schade. So, da ist wundergroßer Blitzspeer. Das heißt, jetzt können wir den Fürsten Gwyn darbieten und dann müsste ich eigentlich mein letztes Wunder kriegen, wenn ich nicht irgendwo eins vergessen habe unterwegs. Falls ja, dann muss ich suchen nochmal, dann muss ich es nachlesen im NG Plus, wo das zu erreichen ist. Ich weiß es nicht. Ja? Okay, ich werde das auf jeden Fall jetzt mir holen, darbieten das Ding. So, da ist der Sonnenlichtspeer. Keine Trophy, dann fehlt was. Dann fehlt irgendwas. Aber was? Ja. Dann fehlt irgendein beknacktes Wunder. Da könnte ich jetzt kotzen. Ja. Moment. Grabfürsten haben wir, der Schwertanz, Sonnenlichtschwert. Speer, großes Blitzspeer, Blitzschweigegelübde, Ratsuchen, Rückkehr, verstärkte Zauberbarrieren, exklusive Götter, Zornwucht, gnädiges Sonnenlicht, Auffrischung. Also im Moment sehe ich es nicht, ja. Was mir hier tatsächlich fehlt. Was wirklich traurig ist, ja, weil eigentlich dachte ich, das wäre es dann. Ach! Natürlich, wie dämlich, ja. Ihr stellt euch vor, ich bin selber drauf gekommen, ja. Das ist doch toll, oder? Nein, natürlich. Mir fehlt noch auf jeden Fall das Wunder, dass ich mir auf die Waffe machen kann vom Finstermond. Ja, den wir noch beitreten wollen, wenn wir in Anor-Londo sind. Ja, natürlich. Ja, und dann werden wir diese Trophäe kriegen. Ach, jetzt haben wir es. Ja. Okay, ich mache kurze Pause. Ich werde mal eine Runde an die frische Luft gehen. Ja, das schöne Wetter genießen. Heute sieht es nämlich gar nicht mal so übel aus draußen. Ich werde nachher einfach noch ein bisschen was aufnehmen. Ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis später, euer Gloomout. Ciao, ciao.